Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Es ist Diagnosendienstag. Wir gehen weiter im Thema Glukosestoffwechsel, Zuckerstoffwechsel bzw. generell der Stoffwechsel. Das beinhaltet natürlich auch Fette und Eiweiße. Und danach möchte ich noch auf den Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, also die Zuckerkrankheit Typ 1 und Typ 2 eingehen. Und warum einfach zu viel Nahrungsaufnahme, zu viel Zucker auch dick macht und wo das Problem ist. Und im nächsten Teil werdet ihr dann wahrscheinlich sehen, warum eben Unter- und Überzuckerung gefährlich werden können. Ich gucke nochmal hier auf dem Poster, das kennt ihr noch von letzter Woche, inklusive meiner sensationellen Zeichnung des Bizeps hier, ja. Da habe ich schon Awards für versprochen bekommen. Wir waren stehen geblieben, dass die Leber das Organ ist, wo zum einen Glukose gespeichert wird als Glykogen und was auch dafür sorgt, dass es gespeichert werden kann. Ich möchte aber auch dazu sagen, das Ganze passiert, haben wir ja gelernt, Insulin macht Glukose in die Zelle zum Speichern als Glykogen. Und Insulin bezeichnet man insgesamt, das könnt ihr euch merken, als ein Hormon, was aufbaut, also als anaboles Hormon. Das heißt, Insulin sorgt nicht nur dafür, dass Glukose gespeichert wird, sondern zum Beispiel auch, dass Fette gespeichert werden und zum Beispiel auch, dass Eiweiße gespeichert werden. Das heißt, Insulin ist ein aufbauendes Hormon. Was passiert jetzt also mit der Glukose, die nicht mehr in der Leber in Glykogen gespeichert wird, weil einfach zu viel da ist? Nehmen wir an, wir essen 3 Kilo Gummibärchen, das ist natürlich viel zu viel, dann ist die Leber erstmal voll. Jetzt schwimmt immer noch Glukose rum, wir haben Insulin im Körper und das sagt, Mensch, mach doch mal irgendwas mit dieser Glukose, wir wollen den Blutzuckerspiegel senken. Das tun wir, indem die Glukose in der Leber zu Fettsäuren umgewandelt wird. Und die Fettsäuren, die werden dann zu den Fettzellen transportiert. Und auch da sorgt Glukose dafür, dass aus den Fettsäuren, die rumschwirren, das Speicherfett gemacht wird, also die Fettsäuren in die Zellen aufgenommen wird und sich dann da ablagert, wo wir das alle kennen. Also Bauch, Beine, Po, der Klassiker. Das heißt, zu viel Glukose macht also dick, A, weil es auch in Fett umgewandelt werden kann und weil Insulin dafür sorgt, dass es gespeichert wird. Das Gleiche macht Insulin sowieso mit Fetten, die wir mit der Nahrung aufnehmen. Auch da sorgt es natürlich dafür, dass es in den Zellen gespeichert wird. Gleiches gilt für die Eiweiße. Also, Insulin ist das Hormon, was dafür sorgt, dass wir das speichern, was wir brauchen. Glucagon, das war der Gegenspieler zum Insulin, sorgt im Gegenzug dafür, als kataboles Hormon dafür, dass das, was bei uns in den Speichern vorhanden ist, also als Glukose, sei es Fett, sei es Eiweiß, freigesetzt wird. Genauso wie Adrenalin. Adrenalin ist ja das Hormon, das Stresshormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir uns in einer Flucht befinden, in einer Stresssituation. Was brauchen wir, wenn wir flüchten, wenn wir Stress haben? Wir müssen unsere Muskeln aktivieren und auch da brauchen wir Energie für. Das heißt, auch Adrenalin sorgt dafür, dass Glukose freigesetzt wird, Fette freigesetzt werden, Eiweiße freigesetzt werden und wir funktionieren. Also der Motor läuft. Das heißt, dass wir wegrennen können. So, wo ist denn jetzt eigentlich erstmal überhaupt die Definition eines Diabetes? Wann ist der Blutzuckerspiegel normal und wie findet man das raus? Da kann man einen sogenannten oralen Glukosetoleranztest machen. Das heißt, man bleibt nüchtern, nimmt dann einmal eine gewisse Menge an Zucker zu sich morgens als Lösung und dann wartet man 2 Stunden und danach wird der Blutzucker bestimmt. Bei einem Gesunden, der weder eine gestörte Glukosetoleranz, also eine gestörte Aufnahme von Zucker nachweist oder eben auch kein Diabetes hat, da schafft unser Körper, unser Insulin, das einfach so, dass der Blutzucker, der vielleicht bei 200 ist, nachdem ich was zu mir genommen habe, dann wieder ganz normal im nüchternen Blutzucker sich befindet, zwischen 60 und 100 Milligramm. Wenn wir von einer gestörten Glukosetoleranz sprechen, dann ist es so, dass der nüchtern Blutzucker schon deutlich erhöht ist. Der ist irgendwo zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter. Und von einem Diabetes spricht man, wenn es dem Körper nicht gelingt, durch Insulinausschüttung den Zucker, den nüchtern Blutzucker, unter 126 zu senken. Es gibt noch das sogenannte Langzeitzuckergedächtnis. Das ist der HbA1c. Von dem Wert habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das heißt, ich kann gar nicht angeflunkert werden, ob einer vielleicht schon länger Zucker hat und sich nicht an seine vorgeschriebene Diät hält.
die ihm vielleicht der Diabetologe oder der Hausarzt auferlegt hat. Das ist, wenn der Langzeitblutzucker über 6,5% ist, haben wir A1C, das ist der rote Blutfarbstoff und an den dockt eben ein Zuckerprodukt. Das ist dann der HbA1c und wir können an der Prozentzahl sehen, wie viel davon angedockt ist, und wenn der über 6,5 ist, dann weiß ich, dass das nicht erst seit gestern ist, dass man sich nicht daran hält, die Torten zu essen. Das heißt, das ist ein Wert, der mir anzeigt, dass schon länger ein zu hoher Zuckergehalt im Blut vorhanden ist.